Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Ja, und jetzt sind wir auf dem Stand von Ballcamp. Ist das richtig ausgesprochen? Ballcamp. Ballcamp. Und ich habe hier den Marek, dufter Kumpel. Ja, stell dich mal vor. Ist das okay? Ja. Ja, ich bin Marek, Firma Transdev. Wir sind Haupthändler von Ballcamp hier in Deutschland. Ja. Seit 5 Jahren und verkaufen die individuell ausgebaute Fahrzeuge. Okay. Also das sind jetzt keine Serienfahrzeuge? Bei uns sind keine Serienfahrzeuge. Ja. Also jedes Fahrzeug ist anders. Also der Kunde hat bei uns die Wahl, sich natürlich sein Interieur auszusuchen, seinen Grundriss auszusuchen. Wir versuchen immer, neue Ideen zu realisieren, die gefallen. Hört sich sehr gut an. Also wir haben ja ein Fahrzeug rausgesucht, was unseren Ansprüchen so ein bisschen korrekt wird. Also ich finde das Fahrzeug richtig, richtig genial, weil ich bin reingegangen, habe die Sitze, die Längsbetten hinten gesehen, schon mal sehr gut. Und dann gucke ich nach oben, aber dazu später. Das Fahrzeug hat jetzt hinten auch eine Heckgarage. Genau, dazu vielleicht ein bisschen was mehr. Also das ist unsere Alternative. Eigentlich haben wir uns die ersten Jahre auf VW Crafter und auf MA1 spezialisiert. Okay. Und dadurch, dass die Fahrzeuge natürlich nicht so schön verfügbar sind, wie noch vor 2 Jahren aus bekannten Gründen, müssten wir natürlich die Alternativen suchen. Und das ist unser Projekt, was wir schon vor 10 Jahren realisiert haben. Ach so, und, okay. Das ist ein Citroën, 6,30 Meter lang. Ja. Wir können das gleiche auf dem Fiat 6,30er oder auf dem Peugeot, ist. Genau, auf dem Peugeot realisieren. Ja. Das ist das höchste verfügbare Dach, was wir ab Werk kaufen. Okay. Und das Fahrzeug wird natürlich noch ergänzt mit GFK-Elementen im Dachbereich und im Heckbereich. Dadurch entstand so eine schöne Heckgarage, die verlängert das Fahrzeug um die 10 cm. Ich kann mein Gepäck hinten packen und innen drin habe ich einen schönen Abschluss. Da kommen keine Insekten auf, wenn ich... Ja, also es ist hinten geschlossenes System. Und ich fand das halt, weil von innen hat man gesehen, ist da denn noch Platz unten? Sah jetzt nicht danach aus und dann habe ich hinten reingestellt, sind ordentlich Platz. Aber wir können ja mal nach hinten schauen. Okay. Da habt ihr jetzt natürlich eure ganzen Sachen drin. Aber man sieht, wie viel Platz da möglich ist. Schaut mal, das geht da richtig rein. Genau, sieht ziemlich unordentlich, aber das ist unsere Lager, ja, Messelager. Das ist verständlich. Aber ihr seht, wie viel Platz da ist. Das hat man ja normal in dem Kastenwagen gar nicht so. Es ist ja zwar nicht so tief, warum zeigen wir euch, aber in der Breite geht es ordentlich. Also man kriegt ja hier fast ein Fahrrad rein. Also ich zeige vielleicht, da haben wir ein Schränkchen. Das Fahrzeug ist mit Dieselheizung ausgestattet und natürlich... Man kocht mit Gas und hier kommt die Gasflasche, die ist von außerhalb vom Fahrzeug untergebracht und sehr leicht zu erreichen. Sehr gut. Also wenn man gar kein Gas braucht, dann hat man noch mehr Platz. Auf jeden Fall. Also gasfreie Fahrzeuge quasi haben diesen Kasten nicht. Wir können auch die Variante anbieten, wo wir eine durchgehende Klappe haben bis nach Innere des Fahrzeuges. Das heißt, wenn man längere Gegenstände hat, kann man dann auch durchladen. Genau. Okay. Das ist jetzt alles geschlossen, weil so war das erstmal gewollt. Jetzt geht's Kopfkino los. Wie sieht's drinnen aus? So, Marek, jetzt sind wir vorne angekommen und jetzt sieht man das. Nennt man das? Ein kurzes GFK-Dach habt ihr da angesetzt. Genau. Das ist eben diese Dacherhöhung, die ermöglicht uns natürlich im Inneren ein bisschen mehr Platz zu bekommen, unser Elektrobett da zu platzieren. Und das gibt auch eine interessante Form dem Fahrzeug. Ja. Er ist nicht mehr so flach abgeschnitten so ein bisschen stylisch. Mit dem Stirn, sondern ein bisschen styliger. Und das macht das so optisch mindestens sehr interessanter. Ja, auf jeden Fall. Man sieht es jetzt hier von der Seite nochmal. Das Dach, also dieser Aufsatz, der endet hier. Genau. Und ab hier... Geht das Metalldach weiter? Ab hier geht das Originaldach weiter. Dadurch, dass das kein 4x4-Fahrzeug ist, wir haben etwas niedrigeren Boden und dann stört das gar nicht. Da haben wir ausreichend Innenhöhe, da kann man sich ganz bequem bewegen. Und außerdem haben wir im Heckbereich unsere Schlafzimmer. Ja. Da braucht man vielleicht nicht von der Höhe so extrem viel zu haben. Ne? Ja. Wir können das gleich ausprobieren. Wir gehen mal hinein. Also,
wie gesagt, ich bin 1,75, also ich kann ganz... Okay, ich bin 1,80, ich kann auch noch stehen. Ne? Man kann hier stehen. Sollte man liegen, weil da sein Schlafzimmer ist. Gar nicht, das geht ja ab hier, schaut mal, ab hier geht es dann höher. Dann fangen wir von unten. Also hier habe ich natürlich verschiedene Staumöglichkeiten auf der Seite. Hier ist die ganze Technik. Da ist die Batterie, Wechselrichter. Okay. Unser Elektroblock. Aber schöne große Kästen noch. Und da kann ich trotzdem auch noch Kleinigkeiten reintun. Ja. Dieses Bett ist in drei Teile geteilt. Also wir sehen gerade links, rechts kann ich sogar separat schlafen. Ja. Die beiden Teile sind mit Kopfteile verbunden. Ja. Das ist auch eine Matratze, die ich wegmachen kann. Zum Beispiel, wenn die Leute ganz getrennt schlafen, da kann man das so auch hinten also drauf stellen. Also bei Tage kann man ja so schnell sich mal hinlegen. Ne? Genau so ist das. Ja. Oder ich kann das Ganze noch so ausbauen. Ja. Soll ich das machen? Ja, mach mal. Und zwar, da haben wir so eine Verbindungsplatte, die hier einfach nur reingesteckt wird. Da lege ich meine vierte Matratze sozusagen, damit das ordentlich aussieht. Dann mache ich das vielleicht. Und Bett ist gemacht. Ein bisschen. Genau. Und so, oder mache ich das lieber zur Seite, ne? Dann sieht man das besser. Wie groß ist das Bett jetzt? Und das ist das Geniale dabei. Ich kann mich vielleicht hinlegen. Ja. Also da können ruhig drei Personen schlafen sogar, ne? Ich liege in der Mitte. Ja. Wir haben 2 Meter in der Länge. Ja. Und 1,90 in der Breite. 1,90 in der Breite. Das ist genial. Ne? Drei Leute können hier, drei Erwachsene können hier ganz bequem schlafen. Das ist der Hammer. Oder? Ja. Eltern mit Kind. Alles machbar. Also die Schränke gefallen sehr. Das ist alles in Holzfurnier ausgestattet. Sehr tief und da kann man auch einiges verstecken. Ich habe hier hinter mir sogar noch 2. Ah, die kriege ich jetzt nicht auf. Aber da ist genug Stauraum. Ja. Für viele, also viele Kleidungsstücke natürlich. Und schön verkleidet mit dem gleichen Stoff wie die Innenwände. Also das. Also schön atmungsaktiv. Und dann habt ihr hinten 2 so eine Schwanenhalsleuchten mit USB-Steckdose. Genau, das sind Laseleuchten, die kann ich mir einschalten. Ich habe hier noch 230 Watt Steckdose. Hier habe ich noch Möglichkeit, mein Handy aufzuladen. Ja. USB auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Hier die Ablagen, die haben auch eine Kante, damit die Kleinigkeiten, die hier hingelegt werden, nicht rausfahren. Mhm. Diese Form ist auch relativ neu bei uns. Also wir haben bis jetzt immer die Schränke so abgerundet und teilweise auch lackiert ausgeliefert. Und hier ist das eben diese senkrechte Form, die auch sehr gefallen hat den Kunden. Also die haben das sehr gut angenommen bis jetzt. Und wir haben schon ein paar Fahrzeuge in diese Ausstattung auch ausgeliefert. Und ja, ich sehe das gerade, das Furnier, das geht auch komplett durch, ne? Das geht komplett durch, ja. Das Interessante ist vielleicht bei Balkamp, wir haben eigene Schreinerei. Also alle diese Möbel sind aus eigener Kraft entstanden, in eigenem Projektionsbüro. Ja. Wir bauen das quasi alles alleine. Wow. Aber da wird nichts fremd angeliefert, bis auf natürlich die Zubehörteile. Ja. Die Knöpfe, die manchmal Ärger machen. Da hat man natürlich die Möglichkeit, auch das auf die größere zu wechseln. Wir haben auch die größeren Knöpfe in den anderen Fahrzeugen. So, dann nacheinander alles? Ja, zeig uns mal das Bad. Gut. Aha. Das Bad ist auch in dem gleichen Design gehalten worden. Also weiß plus die Klappen von den Schränken sind im gleichen Dekor wie auch im Wohnraum gehalten worden und das sieht sehr einheitlich auch. Ja. Das kann ich dann auch mit einem Fenster bekommen?
Das kann man natürlich mit entweder Außenfenster oder Dachfenster oder beides. Dachfenster ist schon drin, ja. Ist schon drin. Dachfenster ist drin. Genau, das sehe ich jetzt nicht tatsächlich. Ja. Und ich kann noch Seitenfenster. Ich kann natürlich mit der Dusche dann sogar draußen duschen, okay, wenn ich Seitenfenster hätte. Ich sehe gerade, da ist ja ohne Duschvorhang und ihr habt die Tür dicht gemacht mit Dichtung. Es ist tatsächlich hier keine Abdeckung, aber man kann sich auch das wünschen und das wird auch realisiert, wenn der Kunde das möchte, mit so einem Vorhang. Ne, dann also wenn einer das möchte, dann sind die, das, genau, dann sind die Wände geschützt und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil beim Duschen diese Vorhang, der klebt manchmal an dem Körper. Ja. Nicht für jeden. Also die Meinungen sind da sehr unterschiedlich. Manch einer möchte nicht alles abziehen. Genau so ist das. Der nimmt Duschvorhang. Genau so ist das. Und manch einen stört das einfach. Genau so ist das. Also wenn sich der Kunde das wünscht, dann bekommt er das natürlich. Mhm. Und ansonsten ist das alles ist ja super, schön dicht laminiert. Die Handtuchhalter hier. Ja, genau. Genau. Sehr schön integriert. Da kann ich genau die Handtücher aufhängen und dann habe ich das richtige Badgefühl. Ja. Und dann haben wir da unten noch einen Unterschrank, da kann man auch noch einiges deponieren. Das ist auch eigentlich eine neue Geschichte, die wir seit 2 Jahren eigentlich serienmäßig einbauen. Hier oben haben wir auch noch einen Schrank. Weil man braucht ziemlich viele Ablagen im Badezimmer, da kann ich alles schön verstecken. Von der Zahnbürste bis Duschgel und anderen Kosmetikartikeln. Ja. So, dann mache ich jetzt wieder zu. Dann schauen wir uns mal die Küche an, den Küchenblock. So, Küchenblock haben wir in 2, 3 verschiedenen Varianten, Möglichkeiten. Ja. Die wollten, dass das Fahrzeug nicht so zu sehr zugebaut wird. Deswegen ist der Kühlschrank, das ist ein 90-Liter Kühlschrank, hier unten angebracht. Da entsteht noch so eine zusätzliche Ablage. Die ist etwas höher als die Kochplatte und mein Becken hier. Ja, das ist die typische Spaghetti-Küche. Das Schöne ist, wenn hier was überkocht, das wischst du hier einfach rein. Das ist sehr, sehr einfach gehalten. Das ist ein Klassiker, den wir auch anbieten, passend zu unserem Küchenblock. Genau. Sehr Platz sparen und ausreichend. Ja. Also ich kann hier 2. Also hier würde ich die Kaffeemaschine hinstellen. Hier kann man die Kaffeemaschine stellen. Das ist auch optisch, diese Erhöhung macht ein bisschen wohnlichen Gefühl vielleicht. Ne? Es ist nicht alles so praktisch, quadratisch und so weiter, sondern so ein bisschen eckiger. Ja. Dazu noch ein Deko-Element, dass man nicht direkt vielleicht auf das Bett schaut. Ja. Das kann man sich auch beliebig bei uns sogar aussuchen. Wenn das Fahrzeug individuell ausgebaut wird, dann können wir hier irgendwelche Motive ausschneiden lassen, die dem Kunden gefallen oder vielleicht seine Ideen sogar realisieren. Aha, okay. Zum Beispiel D als erster Buchstabe des Vornamens, dann weiß man direkt, wo man ist. Ne? Das ist mein Fahrzeug. Genau. Und das ist tatsächlich so, das ist dein Fahrzeug. Wenn du das selbst dann mit uns zusammengestellt hast, so ein Fahrzeug gibt es dann nur einmal. Ja. Nur einmal, ne? Also richtig, richtige Manufaktur. So ist das, genau. Du sagtest, du hast hier mehrere Küchenvarianten angesprochen. Was ist denn noch so möglich? Genau, wie in den anderen Fahrzeugen zu sehen ist, wir haben diese abgerundete Küche hier in Meilen. Die ist vielleicht auch ab und zu mal von den Kunden gewählt. Aber der Nachteil vielleicht von dieser abgerundeten Küche ist, dass wir dann keine Verlängerung der Arbeitsplatte haben. Okay, das fällt dann weg, Genau, da können wir natürlich die Arbeitsplatte sehr schön anheben. Stehe mal gerade im Weg. Da musst du dich vielleicht am besten da hinsetzen. Ja. So, und da kann ich schön weiterarbeiten. Da habe ich Platz rechts, links, kann ich meine Ablagen hier platzieren, kochen, waschen, also alles für den Mittag oder Abendessen vorbereiten. Danach schließe ich das alles. Dann ist die Küche quasi im Standby-Modus. Ja. Noch vielleicht ein paar Wörter zu unserer Küchenzeile. Die können wir natürlich nach Kundenwunsch sehr individuell gestalten. Also man sieht hier, wir haben einen Schrank mit einer Ablage und ansonsten 4 Schubladen. Ja. Eine kleine, vielleicht für irgendwelche Utensilien, wie man halt das in der Küche hat. Und die 2, 3 langen. Ja.
Hoppla, da ist eine schöne Serviette, die tun wir direkt hier zur Deko draus. Und das Schöne dabei ist, also um das so ein bisschen aufzulocken, wir haben das lackiert. Das ist auch alles bei uns in der Lackierei passiert. Okay. Wir haben einen extra, sagen wir so, Betrieb, im Betrieb, wo wir alle diese Lackarbeiten an Möbel selber durchführen. Ja. Der Kunde kann sich bei uns natürlich die Farbe auswählen. Ja. So wie er haben möchte. Es muss nicht alles in Holzdekor sein. Ne? Wir können das Ganze sogar, was wir hier sehen von der Möblierung, von dem Innenausbau, ja, auch lackieren lassen. Aha. Wenn der Kunde sagt, ich will kein Holz, dann bekommt er auch alles lackiert. Ja. Also ich finde das sehr schön, weil das ist gerade so schön, so eine schöne Unterbrechung. Und dann mit diesem Lack finde ich sehr schön, sehr gelungen. Also es wirkt trotzdem sehr warm. Ne? Also das ist sehr praktisch, das ist auch sehr pflegeleicht. Ne? Ja. Also angenommen einmal beim Kochen klappt hier irgendetwas vom Essen drauf und dann kann ich das schön abwischen mit einem weichen Lappen. Genau. Das ist eine sehr schöne Geschichte und da gibt es einen Touch der Hochwertigkeit hier. Ne? Auf jeden Fall, ja, ja. Was auch sehr angenehm das fürs Auge ist. Unterbricht das natürliche Holz dann nochmal, genau, und sieht einfach klasse aus. So, wir haben hier extra noch diesen Betonboden verlegt, was auch jetzt momentan in Mode ist. Ne? Also man kehrt zu den erprobten Materialien teilweise. Ne? Also Beton war, glaube ich, in den 70er Jahren sehr modern. Ne? Und das kommt jetzt wieder zurück. Also die Trends. Beton pur immer gelassen. Ne? Genau, die alten Trends, die kommen auch ein bisschen zurück. Und das ist sehr pflegeleicht, sehr neutral. Also wenn wir auf der Reise sind, natürlich dann sammelt sich einiges auf dem Boden und dann sieht man das nicht mit diesem Belag. Nicht direkt. Nicht also, so schnell. Ne? Man muss nicht direkt aktiv werden und sauber machen, klar. Wir sind auf dem Strand, da ist ein bisschen Sand drauf, da ist ein bisschen was drauf, was natürlich nicht direkt unsere Optik dann stört. Ich bringe meine Getränke auf den Tisch und da habe ich die Tischverlängerung natürlich integriert. Ach so, ne? Die wird jetzt rausgedreht auch? Die wird wie immer mit dem Knöpfchen, genau, den man nach unten zieht. Jetzt muss das. Jetzt bin ich wieder im Weg. Genau. Wir sind immer noch im Kastenwagen, deswegen ist das manchmal ein bisschen. Ja, mit Bewegung, aber die Platte kann ich links, rechts variieren, festmachen oder auch gerade. Und da können vier Leute ganz gemütlich frühstücken, essen oder halt ihre Zeit verbringen. Ich habe hier auch ganz bequem jetzt gerade gesessen. So, und jetzt haben wir da oben das Bedienpanel mal auf einer anderen Seite. Und ich sehe, ihr nutzt das gerade für diese Messebeleuchtung für die 230 Volt. Und dann haben wir das schicke neue Display, das habe ich schon mal gesehen. Das ist sehr übersichtlich. Das ist genau, das ist jetzt ein Panel von Simarin. Das kommt von den Booten, da wird das schon sehr verbreitet sein und sehr modern, sehr gut zu lesen. Wir sehen gerade, beide Batterien sind vollgeladen. Ja. Ich kann dadurch meine komplette Licht ein- oder ausschalten in dem Fahrzeug. Ich kann das auch entsprechend einstellen, dass alle Empfänger hier sichtbar sind, wie die Batterien geladen sind, wie die Tanks befüllt sind. Die Tanks sieht man nämlich hier, die sind beide leer. Genau. Wir können das gerne mal ausprobieren. Der hat sogar sowas wie Einstellwinkel. Das ist jetzt nicht eingeschlossen. Das ist nicht komplett jetzt quasi im Betrieb. Wie gesagt, das ist einer der ersten Fahrzeuge, die wir auf diese Weise nutzen. Hier meine Heizung kann ich auch darüber auslesen oder auch Klimaanlage einschalten. Das wird jetzt im Display nicht gezeigt. Ich kann das so genau nach unten oder nach oben abschalten. Das ist jetzt Volumen. Ich kann leider das nicht so ganz lesen, aber wie gesagt, alle Komponenten können hier übertragen werden. Das ist die Batterieladezustand, 100%, genau. Ja, und die Tanks sind, die Tanks sind leer. Genau. Da haben wir jetzt ein Diagramm von der Solaranlage, die natürlich nicht in Betrieb ist, weil keine Sonne da ist. Und dann wieder zurück zu dem Display. Hier ist klar, das ist unsere Truma-Heizung, Diesel, Elektro. Damit kann ich meine Heizung einstellen. Hier ist die Solaranlage, hier ist Wechselrichter. Den kann ich einschalten oder ausschalten, wenn ich autark stehe.
dann kann ich das auch nutzen. Sagen wir so, die Batterie ist ziemlich stark, 120 Ampere Stunden. Ja. AGM-Batterie. AGM-Batterie. Aber kann man natürlich auch Lithium einbauen lassen. Genau. Kann man auch Lithium einbauen lassen. Hier ist auch eine schöne Ablage mit dem Rand zum Beispiel. Da kann ich Gegenstände abstellen. Ja. Irgendwelche Sachen, die ich ständig brauche oder Zeitung oder mein Buch hinlegen. Auch mit 230 Volt Steckdose, mit USB und allem, was dazugehört. Die Form von dieser Wand ist angepasst an das Bett. Ja. Hier stütze ich. Das ist die Überraschung. Genau. Hier stütze ich mein Bett, das wir gleich auch in Bewegung bringen. Ja, hier gibt es nämlich ein elektrisches Hubbett, was jetzt von oben runterfährt. Ja, wo bedient man das? Ja, du hast vorne so einen Knopf. Ah, hier bei mir. Genau. Ja, ich sehe das. Und hier. Die Beleuchtung. Da, seht ihr das? Du drückst quasi den Pfeiler nach unten. Jetzt drücke ich mal nach unten. Dann fährt das schon runter. Sehr schön. Oh, gleich beleuchtet oben. Genau, mit Beleuchtung. Und schon ist es runtergefahren. Jetzt stellt man hier die Leiter an. Die Leiter knickt sich hoch. Ja. Das Bett ist vorgesehen für zwei Personen. Ja. Maximale Belastung 300 Kilo. Und von dem Maß sind 2 Meter in der Länge. 2 Meter? 2 Meter. Und die Matratze ist 1,15. Wenn wir aber von der Wand bis zur Wand messen, dann kommen wir sogar auf eine Breite von knapp 1,20. Ja, das ist doch schon ordentlich. Also zumindest 2 Kinder haben da oben Platz. Bei uns wäre das vielleicht so, wir würden da oben schlafen und Schwiegermutter und Tochter würden da unten schlafen, weil die hat einen super bequemen Einstieg. So wäre das ideal. Ja, sehr schön. Das hat mich auch total begeistert hier mit dem Bett. Man hat hier richtig viel Raum. Ich fahre es jetzt mal hoch. Und das geht total easy, das kann jeder machen. Interessant war vielleicht noch zu sehen, ich sitze immer noch hier. Obwohl das ja ganz unten war. Also man hat hier entsprechende Kopfhöhe. Es ist sehr bequem. Man kann sogar das unten lassen, das Bett. Ja. Und wir können ja, das Bett ganz bequem. Hier, genau, wenn ich jetzt hier sitze. Genau, schaut mal. Wir können ganz bequem hier sitzen und uns weiter unterhalten. Ja. Vielleicht noch zwischendurch ein paar Wörter zu unserer Sitzbank. Das ist jetzt die klassische Variante. Das ist richtig so eine kleine Sitzsofa, die für 2 Personen gedacht ist und ja, das können wir dann halt mit Einzelsitzen auch ersetzen. Und okay, bitteschön, jetzt hast du jetzt ungefähr 15 also Zentimeter Platz. Bequeme noch, Einzelsätze kannst für, du sogar mit Hut für Leute, die viel reisen, weil ihr wisst ja, ist immer so ein Problem mit diesen Sitzbänken und bei Einzelsitzen natürlich richtig genial. Nee, aber ich habe hier richtig viel Platz und ihr könnt auch, wenn da oben welche schlafen, das Fahrzeug ohne Probleme verlassen. Das ist ja bei einigen halt nicht mehr möglich. Ja, sehr interessantes Fahrzeug. Was vielleicht noch interessant ist, also wir haben hier als Verdunkelung die Matten, ja, Isomatten genommen. Ja. Wir haben bewusst hier auf die Jalousien verzichtet, die ja waren nicht immer lieferbar. Und ich finde das sogar viel wohnlicher mit dieser Abdeckung. Und da gibt es noch ein Isolierungseffekt, weil die ja sind gepolstert. Die sind gepolstert, auch, ja. Die haben einige, sagen wir so, Isolierungswirkung. Und man hat wirklich einen dunklen Raum hier. Wenn Licht aus ist, will ich schlafen. Ja. Also ganz gute Sache und sehr einfach zu bedienen, weil die sind mit Magneten ausgestattet. Ich klebe das einfach magnetisch nur an die Tür, vorne okay, und hinten. Okay. Mit, und dann kommt mit Sonnenblenden kann ich das festhalten. Ja. Und ja, das war's. Achso, ne? Die werden einfach zusammen, genau. Die kannst du dann zusammen drehen und dann aufs einfach Bett legen. Okay. Die sind flach, die nehmen keinen Platz in Anspruch. Sehr leicht, sehr einfach zu bedienen. Und sie gehen nicht so schnell kaputt. Ja. Und wenn jetzt einer Plissés haben möchte, der kriegt er die auch. Natürlich, ja, natürlich. Ja, ja. Also da habt ihr immer die Wahl. Das ist einfach eine bequeme Option, sagen wir so. Also das gefällt mir sehr schön. Genau. Stoff. Das ist auch schön verkleidet mit dem gleichen Stoff ja wie die Wände und macht sehr guten Eindruck. Man fühlt sich sehr wohl hier, sehr gemütlich. So, zwischendurch gucken wir uns noch mal den Preis an.
Und ich war ein bisschen erstaunt für dieses Fahrzeug hier. Nur 79.890 Euro. Das ist schon ein ganz interessanter Preis mit diesem Dach oben, mit dem Bett dort, mit dem elektrischen Hubbett und mit dem besonderen Bett hinten und GFK hinten nochmal. Also das ist schon ein interessanter Preis, finde ich. Genau, der Preis ist natürlich hier sehr interessant, finde ich auch. Aber der Preis bezieht sich exakt auf dieses Fahrzeug. Das ist unser Messefahrzeug. Wir haben den schon ein paar Monate auch genutzt. Ja. Deswegen ist das so ein bisschen an die Messe angepasst, damit das auch für die Kunden interessant ist. Man kann sagen, ab diesem Preis kann man die Fahrzeuge anbieten. Ja. Natürlich wichtig ist auch die Ausstattung, die gewählt wird. Wenn hier noch zum Beispiel Standklima kommt oder etwas stärkere oder Lithiumbatterie, dann wird das schon knapp ein bisschen mehr sein. Ja. Aber das ist so als Orientierung, denke ich mal, ein ganz guter Anfang. Neu geht er jetzt nicht viel höher, ne? Das wird nicht viel höher sein, aber wie gesagt, wir versuchen das natürlich in Rahmen zu halten, dass die Leute auch das bezahlen können. Ja. Ja, Marek, ein schönes Fahrzeug. Ich sag recht herzlichen Dank. Bitte, bitte. Hat mir sehr gefallen. Ich bedanke mich für euren Besuch. Und ich wünsche noch eine gute Messe. Ich wünsche euch auch alles Gute. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.